meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist schon wieder Freitag, bald kommt das Wochenende. Deshalb gibt es wie gewohnt heute um 13 Uhr ein Video von mir. Und heute gibt es ein aufgebraucht Video. Das gab es, glaube ich, das letzte Mal vor 4 oder 6 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir legen auch direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch wieder echt hübsche Deko im Hintergrund. Anyways, mir wird gerade bewusst, dass das Video doch etwas länger her sein muss, weil ich habe viermal mein Deo. Dusch das Golden Kaschmir, my only love, forever and ever and ever and ever and ever, hopefully. ja, ich habe es natürlich auch schon nachgekauft, habt ihr, glaube ich, letztens in meinem Video gesehen, wo ich meinen Schminktisch aufräume, da stand es nämlich drauf. Und ja, gleich 4 Stück. Noch ein paar Standardsachen. Mein Augen-Make-up-Entferner, Maybelline, ja, der Augen-Make-up-Entferner Special Waterproof. Eigentlich müsste ich ja den Namen mittlerweile mal auswendig kennen. Kann ich leider nicht. Aber egal. Das ist dieser 2-Phasen Augen-Make-up-Entferner. Den benutze ich immer und kaufe ihn auch immer wieder nach. Genauso wie das hier. Da habe ich jetzt mittlerweile recht gute Erfahrungen mitgemacht. Und zwar das Garnier Skin Active Mizellenreinigungswasser All-in-One. Mischhaut und empfindliche Haut. Ich meine, das ist das erste, was ich davon leer gemacht habe. Und das hat mega lange gehalten, was ich mega cool finde. Und ich bin da eigentlich echt gut mit klargekommen. Ich hatte hinterher keine Rötung im Gesicht. Und deshalb habe ich es mir auch direkt schon nachgekauft. Kommen wir zum Thema Haare. Da hat sich ein bisschen eine Änderung ergeben. Wow, Melanie und Haarveränderung. Ja, das kommt wirklich ab und an mal vor. Das letzte Mal vor über 2 Jahren. Okay, Leute. Hand aufs Herz. Paul Mitchell. Instant Moisture Daily Shampoo. Habe ich im Endeffekt jetzt immer benutzt. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe dieses hier leer gemacht und um Wunder noch nicht nachgekauft. Aus dem einfachen Grund, war mir zu teuer in dem Moment. Eigentlich ein bisschen dumm, weil ich habe das ewig schon benutzt. Aber Änderung ist folgende. Ich benutze im Moment dieses Shampoo und Olli auch. Garnier Fructis Schadenlöscher. Ich habe das Gefühl, im Moment tut das meinen Haaren ganz gut. Sie fetten dadurch nicht schneller, einfach weil ich benutze zwar noch Haarprodukte für den Ansatz und für die Spitzen und so weiter und so fort. Unter anderem hiervon auch dieses eine Öl, was es davon gibt, was man halt drinnen lässt für die Spitzen. Aber davon habe ich nämlich direkt 2 Stück leer gemacht. Wie gesagt, ich teile mir die mit Olli. Ich glaube, dafür haben wir jetzt 2 Monate gebraucht für beide Packungen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Haben wir nachgekauft, ja, und werden wir wahrscheinlich vorerst auch mal beibehalten. Weil ich einfach finde, dass mein Haar dadurch ein bisschen besser aussieht, ein bisschen schöner aussieht. Ich muss auch dringend wieder zum Friseur Spitzen schneiden. Ja, ne? Alte Leier und so weiter und so fort. Genau. Und ich weiß, Tierversuche und Silikone und bla bla. Leute, Hauptsache, mir gefallen meine Haare und sie fetten nicht so schnell nach. Und da wir gerade quasi in der Dusche sind, ich habe das hier leer gemacht und zwar die Bye Bye Unicorn Creme Dusche. Duftet immer noch nach Sternchen und Wölkchen. Ja, tut es immer noch. Das ist mittlerweile leer, das hatte ich mal von der lieben Laura geschenkt bekommen. Und ja, Olli hat es auch ab und zu mal benutzt, aber nicht so häufig. Einfach so für die erste Wäsche quasi und danach nochmal sein normales Shampoo. Und ich mochte das wirklich sehr, sehr gerne. Olli hat auch wieder ein paar Sachen dazu getan. Und zwar sein immer wiederkehrendes Duschgel Dove Man Plus Care Clean Comfort milde Formel XXL Packung. Die gibt es, ich glaube, nicht immer, aber häufig bei DM. Haben wir auch schon wieder nachgekauft natürlich. Und er mag das, wie gesagt, sehr gerne, weil ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass er so ein paar Probleme mit seiner Haut hat. Und deshalb mag er das sehr gerne und kauft es halt immer wieder nach, weil er keine Lust hat, was anderes auszuprobieren, was womöglich noch schlimmer wird. Also seine Haut. Noch 2 Sachen von Olli ist dieses Deo und zwar Nivea Men 24 Stunden Dry Impact Antitranspirant. Dieses rote ist das. Benutzt er immer wieder, mag er gerne und haben wir natürlich auch schon nachgekauft.
Wir waren ja gerade schon in der Dusche und ich muss sagen, ich habe ein Produkt, was ich mir gekauft habe, als es runtergesetzt war. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Flop-Produkt, finde ich, weil es in der Flasche sehr, sehr gut riecht. Das ist ein Duschgel, aber wenn man es auf der Haut hat, geht's gar nicht. Puh. Also ich finde, es riecht gut. Und zwar ist das von Bilou, das Chocolate Cupcake. Das hat 2,95 gekostet, glaube ich, weil es runtergesetzt war. Ich habe es einmal benutzt und es roch auf der Haut so ekelhaft. Wirklich. Olli stand neben mir in der Dusche und er fand das... Ja, jetzt steht es in der Dusche quasi für meine Gäste, aber ich habe nicht so oft Gäste, die bei mir schlafen. Deswegen werde ich jetzt mal meine Freundin oder meinen Freundeskreis fragen halt, ob das jemand haben möchte, bevor er sich's kauft. Und wie gesagt, ich mag es auf der Haut gar nicht und für mich ist es ein absoluter Flop, zumindest diese Duftrichtung. Das vorletzte Produkt ist Sensodyne Fluid, das ist Fluorid. Das ist die grüne Verpackung, die benutzen Olli und ich immer. Ich habe sehr schmerzempfindliche Zähne und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ja, sie ist halt extra für schmerzempfindliche Zähne. Egal, ob es jetzt wirkt oder nicht, das ist wahrscheinlich, kann man sich drüber streiten. Aber ich finde sie sehr, sehr toll und die ist natürlich auch schon nachgekauft. Das letzte Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist von Manhattan der Wake Up Concealer in der Farbe 001. Naturell. Wie kommt mir das alles teilweise so bekannt vor, als wenn ich das letztens erst gezeigt hätte? Komisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, Manhattan Wake-Up Concealer habe ich natürlich auch schon nachgekauft. Benutze ich im Moment nur überhaupt nicht. Ich bin auch heute, ich habe nur Lippenstift drauf. Der ist übrigens von MAC, der Ruby Woo, ohne Base wollte ich gerade schon sagen, ohne Konturstift und so weiter, einfach nur der Lippenstift, Wimperntusche und Augenbrauen. Mehr habe ich heute nicht drauf. Ja, weil ich heute arbeiten war und ich hatte früher keine Lust mehr, mich extra hierfür zu schminken. Und ja, manchmal bin ich faul. Der Wäschekorb ist leer. Was bedeutet, ihr seid erlöst für heute von meinem aufgebrauchten Video? Ich hoffe sehr, es hat euch Spaß gemacht. Ich bringe ja nur alle paar Wochen oder Monate mal ein aufgebrauchtes Video raus, weil ich immer glaube, dass euch das nicht so sehr interessiert. So diesen Müll, den ich produziere, weil es ist halt häufig auch immer derselbe Müll. Ja, ich werde versuchen, das zu ändern, verschiedene Produkte auszuprobieren, wie jetzt zum Beispiel mit den Haaren. Das ist ja quasi auch alles ein bisschen was Neues für mich. Und ja, ansonsten, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Jeden Freitag um 13 Uhr gibt es auf diesem Kanal ein neues Video und jeden Abend um 19 Uhr. Da gibt es nämlich Daily Vlogs, da seht ihr mich und meinen Freund Olli in unserem Alltag. Klickt auch auf das Glockensymbol, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online gekommen ist. Diese Funktion gab es früher nämlich nicht. Ich würde mich freuen, wir sind ja jetzt bald schon 600. Ich freue mich da so sehr drüber. An dieser Stelle wünsche ich euch dann jetzt ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns heute Abend oder nächste Woche zu einem neuen Video. Tschüss!